Willkommen zurück, Freunde, zu Minecraft Rio Edition. Wir müssen ganz schnell zu unserer Farm, denn wir fackeln die gerade ab. Ja, ihr habt richtig gehört. Großes Problem, ja, Feuer verbrennt Holz, logischerweise. Und das habe ich nicht bedacht, der Idiot. Auch Bäume in der Gegend werden abgefackelt. Und ja, wir haben natürlich, weil wir so schlau waren, Holz als Material benutzt, um den Lavakessel zu schließen, ne? Ja. Doofe Idee. Und das Problem ist, die Hühner sind davon auch betroffen. Falls das Holz wegbrennt, und dann flüchten uns die Hühner wieder aus der ganzen Schose raus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was dabei habe, womit ich das stoppen kann. Also, ob ich Stein dabei habe, weiß ich jetzt nicht, aber wir müssen hoffen. Wir müssen hoffen. So, hier ist die Wüste Ocelot. Ja, gut, wir haben keinen Fisch. Müssen wir vielleicht auch mal wieder machen. Angeln gehen. So, wo ist unsere Stelle? Wo ist... Ah, da hinten. Ah Gott, und ich verhungere gerade. Nicht so gut. Habe ich Fleisch dabei? Ja, habe ich. Geh mal her. So, das Holz scheint noch immer da zu sein. Oder? Ne, ist das Dreck? Oder habe... Ne, das Holz, ja. Das muss schnell weg. Das wird abgefackelt. Ist natürlich nicht so gut. Stein vielleicht? Ne, ich habe noch Sand. Ja, Sand ist okay. Ist auch nur ein Huhn drin. Ich versuche jetzt noch die Hühner. Ja, kein Glück. Und auf der anderen Seite noch gar nichts, ne? Ja. So, baue das Holz ab. Wenn sie ins Wasser fällt, dann landet es halt unten im... Was weiß ich, wie das heißt... Im Trichter und in der Truhe. So, und auf dieser Seite das gleiche nochmal. Das kommt weg. Das kommt rein. Ich schaue aber jetzt mal, ob das Huhn schon was gelegt hat. Ach, und jetzt falle ich hier runter. Oh mein Gott. So, zack. Dann kommt dieser Block weg. Und dieser Block. Wunderbar. Puh. Das wäre gelöst. Habe ich hier noch was Wichtiges? Ja, das Dschungelholz nehme ich mal mit. Und ansonsten brauche ich jetzt sofort nichts. Den Apfel könnte man noch mitnehmen und die Stäbe. So, und hier in dieser Kiste ist was? Nur ein... Was, ein Ei? Da kann was nicht stimmen. Warte mal, da kann was nicht stimmen. Warte, ich muss hier mal reinschauen. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr genau, was das da ist. Ich muss mir das kurz anschauen. Das sind Auswurfsblöcke, also Dropper. Okay, warte mal. Wir brauchen da... keine Dropper, also keine Auswurfsblöcke, sondern Spender. Kann sein, dass es daran liegt, weil Spender werfen Sachen raus und warte, ich muss das jetzt mal schauen. Weil sonst werden die Eier halt nicht getriggert, ne? So, das ist der Auswurfsblock. Gib mal die Beschreibung. Kann Gegenstände lagern und ablegen.
oder in einen anderen Behälter schieben, wenn er einen Impuls... Ja, okay. Und der Auswurfsblock kann Gegenstände in zufälliger Reihenfolge verschießen. Wir brauchen den. Was braucht man denn dafür? Ein Bogen? Warte, muss der Bogen... Darf der Bogen nicht beschädigt sein? Okay, wir brauchen einen Bogen. Das ist relativ doof jetzt. Redstone ist kein Problem, das haben wir hier. Oder hatten wir mal. Aber das findet man schnell. Ja gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir Spinnenfäden finden. Für einen Bogen braucht man 3 Spinnenfäden und 3 der Dinger. Okay, dann geht's jetzt nach Hause. Und wir brauchen die Blöcke. Auswurfsblöcke brauchen wir nicht, weil die triggern. Das Problem ist halt, Auswurfblöcke machen das. Ne? Also sie drücken B sozusagen. Während die anderen halt die Sachen schmeißen, wie Eier und so. Bei manchen Dinger hat das keine Relevanz, ich weiß, aber bei Eier zum Beispiel ist es nicht egal, ob man sie fallen lässt oder schmeißt. Und ja, das ist natürlich ein Fehler, den ich häufig mache, weil ich die beiden nicht unterscheiden kann. Keine Ahnung, ein Auswurfsblock wirft ja Sachen aus oder nicht. Und wieder Ocelots und ein Baby-Ocelot. Oh, ein kleiner Ocelot. Ja, da war auch ein Creeper, deshalb bleibe ich da jetzt nicht stehen. Ja. Noch ein Ocelot. Wow. Wenn man keinen Fisch hat, dann sind ja überall Ocelots. Unglaublich. So. Komm mal her. Wir müssen gleich wieder zu Hause sein. Oder? Doch, müsste doch. Da laufe ich in die falsche Richtung. So halb, ja. Ja, Haus knapp verpasst. So, Redstone brauchen wir. 2. Und da kommt uns ein unfreundlicher Geselle vorbei. Vielleicht droppt er einen Bogen, den wir benutzen dürfen. Ach. Du Stück Scheiße. Und noch so ein Stück Scheiße. Tut mir leid fürs Husten. Nach dieser Aufnahme werde ich was trinken. Und dann geht's wieder besser. Ja. Jetzt müssen wir die Blöcke natürlich auch noch irgendwie wieder richtig drehen. Ich werde, glaube ich, die Lava dann schnell nochmal entfernen. Die Glocke geht ja weiter. Und das Huhn droppt mal wieder... Ah ja, und ihr wisst, wir wollen da ja Truhen drunter machen, dass das automatisch klappt. Genau, das wollten wir heute ja noch machen. Aber ja, uns ist halt das eine Problem dazwischen gekommen. Aber wenn wir jetzt keinen Redstone haben oder keine Fäden, dann werden wir uns darum kümmern. Fäden haben wir. Also, der Bogen ist nicht das Problem. Redstone haben wir auch. Ja gut, schnell in die Haie. Ein bisschen buggy, aber egal. Wir schlafen halt in der Wand. Was ich jetzt noch brauche, wäre Stein. Das ist da, so. Ist ja gerade etwas despawned. Oh, da brennt was. So, wo sind die Blöcke denn? Bei Mechaniken, ne? Wir brauchen auch noch 9 Trichter. Und das ist... Ah, wir brauchen normalen Stein. Okay.
Haben wir denn noch normalen Stein? Der ist ja schnell hergeholt, aber wäre praktischer, wenn wir welchen hätten. Dann hole ich mir schon mal schnell Stein. Ja, dann graben wir uns hier noch kurz rein. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Die Ast berichten wir mal wieder. So, weg damit. Da geht uns das Werkzeug kaputt. Ich habe da unten ja ein Crafting Table. Eieiei. Verdammter Husten. So, da kommt uns ein Crafting Table entgegen. Hol ich mir mal ein paar Steinäxte, so. Und hier ist diese Mineshaft. Ja gut, grab dich einfach mal hier rein. Vielleicht finden wir wirklich was. Zack, zack, zack. Locker flottig. Ich werde die Auswurfsblöcke auch vorher ablegen. Nicht, dass wir da wieder falsch aufbauen. Wir brauchen die Spender. Würde ich aber, ehrlich gesagt, umbenennen. Also Spender als halt Spendierer und Ausfassblock halt aus Block, der Sachen rauswirft. Weil der Spender wird ja dann für diese Fallen benutzt, ne? Wo man Pfeile durchschießt. So, Ausgang. Super. Wir werden das ja auch irgendwann verschönern. Und ja, Minecraft kommt in der Woche. Minecraft wird jetzt öfters kommen. So in der Woche. Damit wir genug Stuff haben, weil ich möchte das nach einem Jahr dann doch endlich abschließen. Netherbrick ins Nether geht's auch bald, ja. So, jetzt erstmal weg mit diesen Auswurfsdinger. Und her mit Spender. Eins, zwei. Warum geht zwei nicht? Wir haben doch... Ah nee, ich habe den noch nicht gecraftet, ups. Und das gibt ein Achievement. Super. Wie sieht es da eigentlich gerade aus? Mit den Achievements. Ich schaue das mal kurz. Wo sind die denn? Erfolge. Ja, haben wir. Was fehlt uns da? Zeit für Ackerbau. Ja gut, Bauernarbeit brauchen wir noch. Die Lüge, keine Ahnung. Kann man das nachschauen? Backe einen Kuchen aus Weizen, Zucker, Milch und ja. Wie gesagt, das ist mein Ziel. Ich möchte das hier alles geschafft haben. Und ich glaube, darum werden wir uns bald kümmern, wenn die automatische Farm läuft und unsere Eiersammlung funktioniert. So, wir haben genug Zeit. Kein Problem. Ja, und manches schaffen wir halt so, ne? Anderes vielleicht nicht. Ich denke, da ist aber Ender Dragon gar nicht dabei, ne? Ich weiß nicht, ob ich das End machen soll, ne? Also, ich habe da einen sehr guten Guide jetzt von einem Abonnenten gekriegt. Großen Dank dafür. Und ich glaube, ich werde mich daran auch ein bisschen orientieren. Aber das hat ja noch Zeit. Ich muss ja auch noch das ganze Brauen kennenlernen, wie man Tränke macht und welche Tränke man machen sollte. Von daher, das hat noch Zeit. Und wir brauchen auch irgendwann mal einen Weg, der bis zu dieser Farm hier kommt. So. Ist natürlich die Frage, gehe ich zuerst den Lava-Block entfernen? Ich glaube, ich mache das aus Sicherheitsgründen. Kommt die Lava mal raus?
So, weg mit der Lava. Und unten kommen die Spender rein. Die müssen natürlich in eine bestimmte Richtung schauen. Und das kriege ich hier so hin, ja. Kommt mal her, ihr Spender. So. Ah, warte, wenn ich die platziere. Ja, so ist es richtig. Also, sie schauen auf mich. Das Loch muss in diese Richtung kommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehe. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Aber es funktioniert zumindest. Nein, jetzt habe ich... Ah, jetzt habe ich die Glocke unterbrochen. Ich Idiot. Na egal. Ist nicht schlimm. Nimm das mal weg. So. Zack. Und wo ist bitteschön... Ah. Das ist der Spender. Den müssen wir hier richtig platzieren. So, half step mal weg. Wie komme ich hier wieder raus? Ich gehe da raus, ja. So. So klappt es. Dann wieder half step hier drauf. Hä, wo ist der denn jetzt? Ach, der ist in der Truhe, oder? Jupp, da ist er. Nee, warte mal. Zack. Okay. Das klappt. Da müssen wir noch zumachen. Jetzt muss ich noch nach der Glock schauen. Die ist nämlich jetzt ein bisschen kaputt. Aber das müsste auch schnell wieder behoben sein. Wir haben ja eine Ladung Redstone dabei. Ja, und eine Redstone Torch haben wir auch. Dann bringen wir das Ganze ganz schnell wieder ins Laufen. So. Ah, Mist. Das war zu langsam. Das ist nämlich eigentlich auch ein Bug. Aber ich glaube, das ist mittlerweile anerkannt. Und gehört jetzt zum Spiel dazu. Ich muss schneller sein. Viel schneller. Okay, warte. Nimm zuerst mal die Fackel und schau, wo sie landet. Die andere... Dorftrottel. So. Genau da. So kann ich die abbauen und setzen. Abbauen und setzen, genau. So, jetzt geht's wieder. Habe ich jetzt hier irgendwie Kerzen abgebaut? Ich glaube schon, ja. Da gehört noch eine hin. Und jetzt müsste das Ganze funktionieren. Ja, die kann dort hängen bleiben. Warum nicht? Ja, muss natürlich noch Lava nach oben. Ansonsten funzt alles. Spender werden natürlich versteckt. Und hier, was war hier? War da eine Wand? Ich glaube schon. Ja, da war eine Wand, okay. Freunde, wir sind auch schon fast am Ende des Parts. Ich werde jetzt noch die Lava erneut eingießen. So. Und den Stein drauflegen. Zack. Und dann wären wir durch für heute. Freunde, das war Minecraft für heute. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um unsere automatische Eiersammlung.
Und jo. Mal schauen, ob das mit der Farm irgendwann klappen wird. Oder nicht. Schmeiß noch ein Ei auf die andere Seite. Nope. Hat nicht gereicht. Ja, Freunde, bis dann und tschüss.